So, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht gerade schon meine neue Schlossuhr, die ich euch in dem letzten Video gezeigt habe, die letztes Mal hier stand. Die habe ich heute noch aufgehangen. Ich habe euch ja, ich glaube gestern oder heute, ich weiß es nicht mehr, das Video gemacht. Und ja, ich habe es auch noch ein bisschen verschönert hier hinten, war ja sonst so offen. Hier hinten habe ich jetzt ein bisschen Papier, also so Sandpapier, so rotes dran geklebt. Sieht wunderschön aus. Und hier vorne noch so, ja, Plastik, also so Plastikglas, also so Plastikglas oder so. Und das sieht aus wirklich wie Glas, finde ich. So passt super hier überein. Und sie funktioniert einwandfrei. Das Pendel bewegt sich sehr, sehr wenig. Also es schwingt nicht so doll wie zum Beispiel jetzt hier. Oder bei irgendwelchen anderen Uhren, aber schwingt sehr, sehr wenig halt. Aber hat ein sehr großes Ziffernblatt mit wunderschönen Verzierungen hier an der Seite. Auch oben diese wunderschöne Blume hier, oder ich glaube, das ist irgendeine Rose oder so. Dann zeige ich euch jetzt mal den Schlag. Wie gesagt, habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt, dass ein Glockenschlag ist. Wunderschön. Ich finde auch, sie hat die schönsten Zeiger in meiner Sammlung. Ja, wunderschön. Unten auch so ein kleines verziertes Teil unten dran. Und ich habe sie einfach jetzt hier hingehangen. Die Küchenuhr, die hängt jetzt wirklich hier. Also wartet, Leute. Ja, ist gerade wirklich umständlich. Habe schon wieder die halbe Bude hier umgeschmissen, deswegen. Die Küchenuhr ist jetzt hier oben. So, jetzt läutet gleich schon die erste Uhr. Ich finde wirklich, die passt hier super hin. So, daneben. Und, ja. Die Küchenuhr ist jetzt hier oben. Tickt auch schon wunderschön. Also die hört jetzt schon seit anderthalb Stunden nicht auf zu ticken. Das heißt, sie funktioniert wunderbar. Weil ab manchmal habe ich jetzt die Angst gehabt, dass sie dann auf immer aufhören würde, aber nö, macht es anscheinend nicht. Ihr hört sie ja ticken. Ja, und ich finde auch, so jetzt hier zwei Uhren nur mit Gehwerk und hier unten dann die ganzen Schlagwerke dann noch und so. Und ich finde auch die Uhr passt auch gut, also die Schatzuhr passt gut zu meinen drei neuen Uhren. Ja. Gehen wir nochmal zurück zu meiner Schlossuhr hier. Wirklich wunderschön. Wie gesagt, bewegt sich sehr, sehr wenig, aber das ist ja egal. Sie hat sehr, sehr große Schlüssellöcher. Also warte, ich hole euch mal den Schlüssel hierher. Das ist der Schlüssel. Der ist riesengroß, also eigentlich schon fast der größte. Aber ja. Und auch die Löcher an sich, die sind sehr groß. Also, wenn man das mal hiermit vergleicht. Riesig. Ich frage mich, was das hier oben ist für ein Loch. Weil, ich habe mal gesehen, dass hier oben auch so ein kleines Ding ist. Und dass hier hinten dann so ein anderer Schlag ist, dass man dann das so aufzieht. Aber ich glaube nicht, dass das sowas ist. Weil an dem Schlüssel hier ist ja auch nichts dran. Aber das scheint auch irgendwas zu sein. Ja, wie gesagt, klärt mich da gerne auf, falls ihr wisst, falls ihr auch Uhrenkenner seid und wisst, was das ist. Ich kenne mich zwar gut mit Uhren aus, aber man kann ja nicht alles wissen. Und ich finde auch, ich weiß nicht genau, welches Holz es ist, aber es ist wunderschön. Hier so in der Mitte hat schon wieder römische Zahlen, weil ich einfach die römischen Zahlen so feiere. Seht ihr ja überall hier an meinen Uhren, die haben alle römische Zahlen. Weil ich, wie gesagt, die römischen Zahlen so feier. Und ja, was haben wir noch? Ich kann euch noch, ja, also wie gesagt, die neuen Zeiger sind wunderschön. So richtig so aus Messing sind sie, glaube ich, also so gelb. Und hat, wie gesagt, auch schon leichte Gebrauchsspuren. Das sieht man hier an diesem Riss, an dem hier drin, da ist schon der Zeiger ab und zu mal lang geschliffen.
Aber das Glas hier auch wunderschön. Das ist jetzt die Wagbalkenuhr gewesen. Keine Sorge, Leute. Freunde, ich finde, das war's, glaube ich, mit meinem kleinen Video. Wirklich wunderschöne Uhr hier. Ja, ciao.